Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Hier erfahren Sie, wie Sie den Netzwerkfehler 0x807014F im Betriebssystem Windows 11 beheben können. Der Fehler mit dem folgenden Code 0x807014F ist recht häufig und tritt bei Benutzern von Computern mit Windows 11 in verschiedenen Situationen auf. Es tritt auch, wenn eine Verbindung über das Netzwerk hergestellt wird und versucht wird, sie bei einem Microsoft Store Konto anzumelden. Es kann auch bei der Verwendung von Programmen aus den Windows Store beim Einrichten einer Internetverbindung, wenn diese nicht vorhanden ist, bei langsamen Geschwindigkeiten und anderen Problemen beim Zugriff auf das globale Netzwerk auftreten. Das Problem kann auch durch ein defektes Netzwerkgerät, eine unsachgemäße TCP-IP-Konfiguration, unzuverlässige Netzwerktreiber, die Verwendung eines lokalen Benutzerkontos usw. so verursacht werden. Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie diesen Fehler in dem einen oder anderen Fall beheben können. Wenn der Fehler 0x807014F auftritt, sollte als erstes die Internetverbindung überprüft werden. Eine der häufigsten Ursachen für Netzwerkprobleme auf einem Windows 11 PC ist eine inaktive, langsame oder problematische Internetverbindung. Überprüfen Sie zunächst Ihre Internetgeschwindigkeit und Verbindung. Es gibt viele Online-Dienste, mit denen Sie Ihre Netzwerkgeschwindigkeit überprüfen können. Führen Sie einen beliebten Dienst aus und überprüfen Sie Ihre Internetgeschwindigkeit. Gleichzeitig können Sie feststellen, ob Sie mit dem weltweiten Netz verbunden sind. Wenn die Ergebnisse des Geschwindigkeitstests schlecht sind oder keine Verbindung besteht, überprüfen Sie Ihren Router und starten Sie ihn neu, um das Problem zu lösen. Sobald die Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist, prüfen Sie die Geschwindigkeit erneut. Sobald Sie sicher sind, dass das Verbindungsproblem behoben ist, prüfen Sie, ob ein Fehler vorliegt. 0x807014F. Wenn Sie immer noch Probleme mit Ihrer Internetverbindung haben, sollten Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter verwenden und das Problem melden. Wenn Ihre Internetgeschwindigkeit gut und Ihre Netzwerkverbindung stabil ist, der Fehler aber weiterhin besteht, versuchen Sie andere Methoden. Wenn Sie keine Internetverbindung haben und das Fehlerfenster immer wieder austaucht, versuchen Sie, Ihren Netzwerkadapter eine Zeit lang zu trennen. Vergessen Sie dann aber nicht, ihn wieder einzuschalten. Um den Netzwerkadapter zu deaktivieren, öffnen Sie Starteinstellungen, Netzwerk und Internet. Erweiterte Netzwerkeinstellungen. Erweiterte Adaptereinstellungen. Klicken Sie in dem nun erscheinenden Fenster mit der rechten Maustaste auf den Netzwerkadapter und klicken Sie auf Deaktivieren. Der Fehler sollte nun verschwinden, wenn Sie am PC arbeiten. Dies ist aber Fall, wenn Sie beim Arbeiten keine Netzwerkressourcen verwenden. Um den Adapter wieder zu aktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Adapter und wählen Sie Aktivieren. Wenn Sie einen Fehler bei der Netzwerkverbindung mit einem anderen PC feststellen, ändern Sie die Einstellungen des Netzwerkadapters. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für die Netzwerkverbindung in der Systemablage und öffnen Sie Netzwerk und Internet-Einstellungen, erweiterte Netzwerkeinstellungen, erweiterte Netzwerkadapter-Einstellungen. Klicken Sie dann in dem sich öffnenden Fenster mit der rechten Maustaste auf das Netzwerk, das Sie gerade verwenden, und öffnen Sie Eingeschaften. Deaktivieren Sie hier das Kontrollkettchen. Neben Client für Microsoft Netzwerk starten Sie das System neu und überprüfen Sie, ob ein Fehler vorliegt. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können.
Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Wenn die vorherige Einrichtung nicht erfolgreich war, müssen Sie möglicherweise TCP/IP zurücksetzen. TCP/IP ist ein Regelwerk, das es Computern ermöglicht, in einem Netzwerk zu kommunizieren. Wenn also etwas mit Ihren TCP/IP-Einstellungen nicht stimmt, können Sie die Fehlermeldung 0x800704CF erhalten. Führen Sie zum Zurücksetzen die Befehlszeile als Administrator aus. Und führen Sie die folgenden Befehle. Starten Sie das System neu, damit die Änderungen wirksam werden. Wenn die vorherigen Methoden nicht geholfen haben, installieren Sie den Netzwerkadapter neu. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start und starten Sie Gerätemanager. Erweitern Sie die Registerkarte, Ansicht und wählen Sie Versteckte Geräte anzeigen. Öffnen Sie dann den Abschnitt Netzwerkadapter. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Adapter und wählen Sie Gerät deinstallieren. Entfernen Sie alle Geräte und starten Sie Ihren Computer neu. Dadurch werden alle Netzwerkadapter automatisch neu installiert und der Fehler sollte verschwinden. Wenn dieser Fehler auftritt, sollten Sie als nächstes die Problembehandlung für das Netzwerk ausführen. Daher Befehl angibt, dass das Problem durch ein Netzwerkproblem verursacht wird, führen Sie das Abhilfe-Tool aus. Öffnen Sie dazu Einstellungen. System. Problembehandlung. Andere Problembehandlungstool. Suchen Sie in der Liste nach Netzwerkadapter und führen Sie die Problembehandlung aus. Wählen Sie dann den richtigen Adapter aus der Liste aus und klicken Sie auf Weiter zu Jagen. Warten Sie, bis die Netzwerkprüfung abgeschlossen ist. Das Dienstprogramm zeigt dann alle gefundenen Probleme an. Klicken Sie hier nach den Ergebnissen auf diese Korrektur anwenden oder die Fehlerbehebung schließen. Wenn es sich nicht um ein Netzwerkproblem handelt und der Fehler bei der Verwendung des Windows Store oder der Ausführung von Programmen aus dem Microsoft Store auftritt, versuchen Sie, sich mit einem anderen Konto anzumelden. Wenn Sie ein lokales Konto verwenden, melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an und überprüfen Sie, ob Sie den Fehler behoben haben. Öffnen Sie dazu Start, Einstellungen, Konten. Ihre Daten melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich anzumelden. Wenn das Fehlerfenster immer noch auf Ihrem Bildschirm erscheint, führen Sie Windows Store Problembehandlung aus. Dieses Tool sucht nach Fehlern, die verhindern, dass der Microsoft Store ordnungsgemäß funktioniert. Wenn es Probleme findet, können Sie diese beheben. Öffnen Sie andere Tools zur Fehlerbehebung in den Systemeinstellungen. Suchen Sie hier nach Windows Store Anwendungen und klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen, um nach Problemen zu suchen. Sobald die Suche abgeschlossen ist, zeigt das Dienstprogramm die gefundenen Probleme an. Klicken Sie auf Beheben, Anwenden oder schließen Sie das Tool. Auf diese Weise können Sie den Fehler mit dem Shop und den Anwendungen von Microsoft beheben. Ein Fehler mit diesem Code
0x800704CF kann auch durch ein fehlerhaftes Benutzerkonto verursacht werden. Um zu prüfen, ob dies die Ursache des Fehlers ist, wechseln Sie zu einem anderen Benutzerkonto. Schauen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Wenn Sie kein separates Konto haben, können Sie eines erstellen. Bevor Sie jedoch ein neues Konto erstellen, sollten Sie versuchen, das vorhandene Konto wiederherzustellen. Verwenden Sie dieses Programm CVS oder DSM. Öffnen Sie eine eingebaute Forderung als Administrator und führen Sie den Befehl aus, CVS Scanner. Das Dienstprogramm überprüft das System und beseitigt verschiedene Fehler. Wenn Fehler entdeckt werden, werden sie automatisch behoben. Wenn keine Probleme festgestellt werden, geben Sie die folgenden Befehle nacheinander ein. Überprüfen Sie, ob die Anwendungen nach Abschluss des Scans ausgeführt werden. Sobald das System neu gestartet wurde, sollte alles wieder normal laufen. Um ein neues Konto hinzuzufügen, öffnen Sie Einstellungen, Konten, Familie und andere Benutzer. Klicken Sie hier im Abschnitt Andere Benutzer auf die Schaltfläche Konto hinzufügen. Legen Sie ein Kennwort fest und klicken Sie auf Weiter. Danach wird das neue Konto in dieser Liste angezeigt. Melden Sie sich nach dem Erstellen des neuen Kontos an und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Sie können den Fehler im Zusammenhang mit dem Microsoft Store beheben, indem Sie die Wiederherstellungs- und Zurücksetzungsfunktion der Anwendung selbst verwenden. Möglicherweise liegt es an einer Beschädigung oder einem Fehler im Dienstprogramm selbst. Versuchen Sie, die Anwendung wiederherzustellen und zurückzusetzen. Um die App wiederherzustellen, öffnen Sie Einstellungen, Apps und Funktionen. Suchen Sie hier Microsoft Store. Klicken Sie auf die drei Punkte und öffnen Sie erwartete Optionen. Scrollen Sie dann bis zum Ende der Seite und klicken Sie auf Fertigstellen und dann Beheben. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und prüfen Sie, ob ein Fehler vorliegt. Wenn der Fehler weiterhin besteht, führen Sie einen Reset durch. Klicken Sie dazu in den erweiterten Optionen auf die Schaltfläche Zurücksetzen und bestätigen Sie erneut. Wenn Sie die App zurücksetzen, verlieren Sie alle gespeicherten Dateien der App, wie zum Beispiel die Anmeldendaten und so weiter. Der Fehler kann unter anderem durch Löschen des Anwendungscaches behoben werden. Das Löschen des Windows Store Cache ist ebenfalls eine gute Idee, da dadurch alle Beschädigungen entfernt werden, die diese Fehlermeldung verursachen könnten. Um die Bereinigung zu starten, führen Sie die Befehlszeile als Administrator aus. Geben Sie hier SRESET Excel ein und drücken Sie die Eingabetaste. Nach der Bereinigung wird der Microsoft Store automatisch gestartet. Wenn alle vorherigen Einstellungen und Korrekturen nicht geholfen haben, versuchen Sie, die Microsoft Store-Anwendung neu zu registrieren. Diese Lösung kann auch helfen, Anwendungsfehler zu beseitigen. Bei dieser Methode gehen keine Daten verloren. Die Neuregistrierung wird mit Windows PowerShell durchgeführt. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Start-Symbol und wählen Sie Windows Terminal Administrator aus der Liste. Um den Microsoft Store für aktuelle Benutzer neu zu registrieren, geben Sie folgenden Befehl ein. Um es für alle Benutzer erneut zu registrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus. Starten Sie nach der Ausführung des Befehls den Computer neu und überprüfen Sie, ob der Fehler 0x800704CF vorliegt. Der Microsoft Store in Windows 11 erhält eine kleine Sammlung von Apps und Diensten, die tatsächlich nützlich sind, vor allem Game Pass und die Xbox App. Ansonsten ist er so gut wie nutzlos. Microsoft besteht darauf,
ihn für eine Reihe verschiedener Dinge zu verwenden, was sehr ärgerlich ist, weil er für eine Menge Probleme anfällig ist. Schließlich eine sehr häufigen Fehlers mit diesem Code 0x800704CF. Wenn Sie nun auf ein Problem mit diesem Code stoßen, wissen Sie, wie Sie dieses Problem lösen können. Wenn Sie nach und nach die Schritte in diesem Videotutorial befolgen, können Sie den Netzwerkfehler leicht beheben. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.